Na dann. Die Aufgaben doch mehr oder weniger gut gelöst. Alles erledigt. Hervorragend. Dann lasst sie mal sehen. ACC. B. Naja. Ist doch in Ordnung. Vielen Dank, Finny. Keine Ursache. Wenn es draußen schüttet, macht sich die Arbeit doch gleich viel leichter. Passen Sie auf sich auf, Finny. Sie haben sicher auch die angespannte Stimmung gespürt. Das Wetter spiegelt manchmal auch die Gemüter der Leute wider. Denken Sie über die Situation. Es braucht Sie aktuell nicht zu interessieren. Ich trinke jetzt erstmal eine Tasse Tee. Hätten Sie einfach ein Auge mehr offen als sonst. Werde ich tun. Danke für den Hinweis. Ah, ja. Ich laufe mal eine Runde. Sind ja immer noch hier. Suchen Sie etwas? Nein, ich dachte, ich leiste Ihnen noch ein wenig Gesellschaft. Zu freundlich. Würden Sie mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Ich denke, als Ihre Oberärztin bin ich gewissermaßen dazu verpflichtet. Sie dürfen mir eine Frage stellen. Eine. Was möchten Sie denn wissen? Sind Sie in St. Ursula gelandet? Was halten Sie von Dr. Theobald? Wie ist es so als Oberärztin? Was hätten Sie für Dr. Zürbeit? Da wir uns beide in einem Arbeitsverhältnis befinden, werde ich die Frage auch in einem beruflichen Kontext beantworten. Ich kenne Dr. Hugo Zürbeit schon sehr viele Jahre. Er hat mich in die Welt der Medizin eingeführt und ich vertraue ihm. Ich halte ihn für einen der besten Ärzte, die ich kenne. Der Job des Chefarztes steht ihm gar nicht so sehr. Ich glaube nicht, dass er für ein Leben im Büro gemacht ist. Dr. Theobald wollte immer mit anpacken. Er wollte immer den Leuten helfen. Und ich hoffe, dass er das bald wieder mehr tun kann. Leider bleibt die Praxis mit zunehmendem Aufstieg als erstes auf der Strecke. Aber ich wünsche es ihm. So ein überraschend tiefer Einblick, ich danke Ihnen. Gewöhnen Sie sich nicht zu schnell daran. Sie haben noch viel zu tun und zu lernen, finde ich. Bleiben Sie also am Ball. Und jetzt lassen Sie mich bitte ein paar Minuten Ruhe genießen. Wir sehen uns morgen. Okay, dann machen wir mal Feierabend. Hier scheint alles ruhig zu sein. Fährt der Aufzug immer dorthin, wo man hinfahren will? Oder was ist los? Wir gehen mal hier einen kurzen. Nach draußen werfen. Hier ist nichts. Dann haben wir einen Ball. Gute Nacht. Das war's.
war's. Keine Anekdote, kein Spruch, kein gar nichts. Heute nicht, ich bin müde. Oh. Dann gute Nacht, Ingrid. Da bist du ja. Habt ihr beiden auf mich gewartet? Ja. Mir und ich haben gesprochen. Uns ist auch die Stimmung heute aufgefallen. Wir wollen noch rüber ins Gilberts und eine Tasse sacken lassen. Da komme ich gerne mit. Danke, dass ihr gewartet habt. Klar doch. Lass uns keine Zeit verlieren. Es ist schon etwas frisch geworden. Frisch geworden, sagen sie. Wieso bleibt dieser Mist immer an mir hängen? Herr Glendower, brauchen Sie Hilfe? Hilfe? Nein, danke. Wenn ihr mir hilft, brauche ich am Ende länger. Na dann. Die Trümmer liegen immer noch hier. Kein Wunder, das sind bestimmt auch schwer. Aber Herr Heydrich ist bestimmt nicht glücklich darüber. Oh, was macht er denn hier? Pah, alles geht den Bach runter. Spazieren nur mal durch die Nacht. Eine schöne Herbstnacht. Oha, was denn hier los? Hey, ihr drei. Kann ich euch einen Kaffee anbieten? Für mich nichts, danke. Was ist mit euch? Ich bin eher in Bierstimmung. Ich habe leider sehr schlecht geschlafen die letzten Tage. Ich sollte mal auf Koffein verzichten. Da kann man nichts machen. Kommt gerne wieder bei mir vorbei. Bei mir gibt es den leckersten Kaffee in ganz Brückbein. Okay, werden wir uns merken. Gerade morgens sollten wir da mal anlaufen. So. Da wären wir schon. Genau hier waren wir stehen geblieben. Auf geht's in die Kneipe am Abend. Hallöchen. Na, ihr drei. Ihr seid ja ganz durchgeweicht. Hey, Giuliano. Wir brauchen dringend etwas zu trinken. Aber gern doch. Wärmt euch erstmal auf. Da hinten ist ein Tisch frei. Wir setzen uns dorthin. Aber sicher, was wollt ihr denn trinken? Ich hätte gern etwas Warmes, etwas Fruchtiges, etwas Starkes, etwas Bodenständiges. Überrasch mich, Giano. Was Warmes. Wir nehmen was Warmes. Ein warmer Drink. Klar, kommt sofort. Fühlt euch wohl und setzt euch schon mal hin. Lecker. Wie findest du deine Trinkauswahl, Fini? Ich bin ganz zufrieden. So muss das sein. Ich habe wohl Tee bekommen, wie es ausschaut. Also, was denkt ihr? Über heute meine ich. Solche Vollversammlungen werden in der Regel nicht gemacht. Nur bei Dingen, die wirklich wichtig sind. Zum Beispiel, wenn mal eine Person oder ein Körperteil verschwindet. Oder wenn jemand den Schlüssel zum Medikamentenlager verloren hat. Das waren vermutlich nur fiktive Beispiele, oder? Wie dem auch sei. Das Gebäude ist alt, es ist immer mal wieder was runtergekommen. Einmal hatten wir so viel Schnee, dass man befürchtete, dass das Dach einstürzen würde.
Wie habt ihr reagiert? Erstmal gar nicht. Wir waren auf Abruf. Wäre es schlimmer geworden, hätten wir das Krankenhaus evakuiert. Es gibt einen Notfallplan für sowas. Wir hätten dann alle in die Turnhalle der Schule gefahren. Wieso das? Groß, leer, Starkstrom, um gut mit den Krankenwagen zu erreichen. Aber wieso dann eine Vollversammlung wegen ein paar Trümmern? Das Dach ist noch intakt. Und sowas passiert eben manchmal, wenn es stürmt. Gerade in den letzten Jahren ist das immer häufiger vorgekommen. Vielleicht sollten wir Dr. Theobald mal dazu befragen. Ja, das könnten wir machen. Okay. Wir sind die. Guck mal, guck dir die mal an, Patrick. Wir machen denen die Weichbirnen hier an unserem Was machen denn die Weichbirnen hier an unserem Stammtisch? Das habe ich mich auch gerade gefragt, Ralf. Ziemlich frech von denen. Eben, ich kenne euch drei Flitzpiepen doch. Ihr arbeitet doch hier in einem Krankenhaus, oder? Und unser liebes Kralchen ist auch mal wieder da. Hast dich wohl nicht besonders gut erholt nach unserem letzten Gespräch, wie? Was wollt ihr? Wir wollen eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung? Ganz genau. Patrick hatte vor ein paar Wochen einen Unfall. Wurde angefahren von so einer dämlichen Busfahrerin. Weil ich nicht so schnelle Reflexe hätte, die mich direkt totgefahren. Das tut uns leid. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Das würde euch wohl gefallen, wie? Erzähl es ihnen, Patrick. Bin natürlich nicht komplett ohne Schaden davon gekommen. Ich hatte eine tiefe Wunde am Arm. Die musste genäht werden. Aber statt mich ordentlich zu behandeln, wurde ich mit der genähten Wunde wieder nach Hause geschickt. 2 Tage später hat sie sich entzündet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Schmerzen das waren. Ich musste Antibiotika nehmen. Ich spüre es bis heute. Ja, und ihr seid schuld. Ihr Stümper. Das tut uns natürlich sehr leid. Aber sowas kann passieren. Von uns hat sie niemand behandelt. Wir sind nicht in der Chirurgie. Sie können uns glauben, wir tun bei jeder kranken oder verletzten Person unser Bestes. Und die Leute in der Chirurgie genauso. Dass da Komplikationen auftreten können, ist unangenehm, aber auch nicht selten. Ralf, hast du das gehört? Sie hat es gerade zugegeben. Die sind schuld, dass du jetzt chronisch eingeschränkt bist. Was aber ich? Das hast du falsch verstanden, Ralf. Mich jetzt auch noch als Lüger bezeichnen. Das steht euch, sieht euch ähnlich. Sag, wie es ist. Wir sollten den Laden dicht machen. Die ganzen Dummköpfe da rausschmeißen. Und die Bruchbude abreißen. Wegen eurer miesen Arbeit ist meine Frau schon seit 5 Jahren tot. Genau. An allem schuld. Nicht ihr. Das liegt nicht an was anderes. Liegt vor allem nicht an mir. Die sind schuld. Man kennt's. Und jetzt macht ihr euch an meinem besten Freund zu schaffen. Und steckt euch auch noch die ganze Kohle von der Versicherung ein. Während wir uns Tag für Tag den Arsch aufreißen. Und die etwa nicht? Was ist los? Könnt ihr keine Kritik vertragen? Ah. Die üblichen Twitter-User hier. Also man kennt's. Twitter-rechte Bubble. Oder auch linke Bubble. Das kommt genauso hin. Das ist Twitter einfach. Normaler Twitter-User im echten Leben. Habt ihr euch an eurer silbernen Zunge verschluckt? Ich kenne dein gutes Krankenhaus, aber nicht in dieser Stadt. Hahaha, ha, ha, der war gut, Ralf. Tut mir leid. Guck mal einer an. Das Wattestäbchen kann ja doch den Mund aufmachen.
Was hast du gesagt? Ich wiederhole das nochmal. Es ist so wahnsinnig laut hier. Es tut mir leid, was mit deiner Frau passiert ist. Aber die beiden können nichts dafür. Das weißt du genauso gut. Was du aber nicht weißt, ist, wie sehr wir uns bemühen. Jeden Tag, jede Nacht, manchmal ohne Schlaf. Lasst uns also bitte wenigstens einen gemeinsamen Feierabend genießen. Na gut. Ich nehme deine Entschuldigung ein. Es macht aber noch den Schaden meines Freundes wieder wett. Es macht aber noch nicht den Schaden meines Freundes wieder wett. Ich würde sagen, ein Jahr unseren Deckelzahlen sollte reichen. Bitte was? Du kannst es nicht lassen, oder? Vielleicht sollte ich dir mal einen auf Deckel geben. Wäre ja nicht das erste Mal. Fitzbold, versuch's doch. Gerade nicht. Das ist doch bescheuert. Du bist wohl der Chef hier. Glaubst du gerne deinen Mitarbeitern an? Gibst du wohl gerne deinen Mitarbeitern Anweisungen, wie? Ich hab die Backen voll. Jetzt habe ich jetzt Kopfnüsse. Jetzt kommt's, Dicke. Lass dir das nicht gefallen. Tau Ralf auf die Mappe. Jeder darf einmal pro Runde angreifen. Wähle einen Angriff aus und lass es Kopfnüsse regnen. Achte auf deine Lebenspunkte, HP und Magiepunkte, MP. Drücke E, um fortzufahren. Oh, Kneipenschlägerei. Hurra. Schelle, Fähigkeiten durchatmen. Gleich mal eine Schelle. Auf geht's. Das hier ist eine Schelle. Was haben wir für Fähigkeiten? Faustschlag auf die Möhre. Schelle. Daneben. Das ist gleich eine Betäubung. Spritze reingerammt. Und drauf. Schelle. Dann nutzen wir mal die Zeit, um nochmal einen Standardangriff zu leisten. Würde ich durchatmen und sagen, aber. Kurz mal ein bisschen durchatmen. Tja, daneben. Oh, Treffer. Desinfizieren. Zwei gegen einen, wie fies. Na komm, das geht nicht nach. Wow, die war Blab Patrick. Na komm, Faustschlag. Hau den Schurken auf die Gurken. Oh je. Muss mein MP mal wieder aufladen. Meine HP auch gleich. Sieht aber nicht gut aus. Ausschlag, na komm. Oha. Ding, ding, ding. Da geht der erste down. Ich brauche ernsthaft Heilung. Eine Schelle.
und einmal Betäubung. Das habe ich nötig. Ich habe Betäubung. Dann endlich. Ausschlag. Ausschlag, sage ich. Und noch eine Schelle hinterher. Damit war's das. Der Gewinner ist Cobra Karl. Der amte Krankenwagen. Ärzte sind schon vor Ort. Oha. Au, 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 au. Ey, du Stümper, pass mal auf. Siehst du nicht, dass mein Kumpel verletzt ist? Ja, gut, schwer verletzt, aua, aua. Das ist doch lächerlich. Schaut euch doch die beiden an. Gar nichts haben die. Schaut mich an. Mir geht's doch auch blendend. Diese Mutanten. Ja, ist schon irgendwie richtig. Aus dem haben sie uns provoziert. Hört mal zu, ihr drei. Ich kann euch gut leiden und ich verstehe euren Frust. Uns geht's ähnlich. Aber das hier ist gerade nicht hilfreich. Geht nach Hause. Geht am besten ins Bett. Na, er hat recht. Das bringt doch hier nichts. Lass uns gehen. Mann, ich bin echt sauer. Dieses stinkende Faltengesicht. Na, vielleicht hast du recht. Mein Schädel brummt auch ganz schön, wenn ich ehrlich bin. Einverstanden, Finny? Ja, okay. Wir sehen uns dann morgen. Ja, schlaf gut. Und Karl, kühl besser deine Beine. Ja, ja. Dann wollen wir mal. Was für eine Nacht. Ich kann es kaum erwarten, ins Bett zu gehen. Auf geht's. Oh, er ist wieder da. Warum so blass um meine Nase? Noch nichts gefrühstückt heute? Nee, ich kann eh noch nichts essen. Ist dir auf den Magen geschlagen? Kann man sowas drücken, ja. Da tust du mir aber leid. Aber ich sag immer, ein Spaziergang in der frischen Luft vertreibt man die meisten Geister. Ist ihm kalt? Nee. Ich war heute schon unterwegs. Hab mir einen kleinen Aufwärmer gegönnt. Schnaps? Ach, hör mir auf. Das Zeug fasse ich nicht an. Ich war in der Einkaufsstraße und mir wurde ein großer Schwarztee spendiert. Sogar mit Candice-Zucker. Ein Träumchen. Können wir dir was spendieren? Können wir dir ein bisschen Geld geben? Ich immer gern. Jetzt schaue ich hier noch mal bei dem Angler vorbei. Hallöchen. Definitiv. Na, hey Frauke, bei der Anglerin. So, heute wieder Fluss. Klar, ich kann dich doch nicht hängen lassen. Wobei, hierbei, Flussmeditation. Tut schon seine Wirkung, oder? Schon, ja. Dann atme mir noch einmal tief ein. Und nimm dir einen Flussgedanken mit. Hast du einen?
Ja. Gut. Wenn du mehr brauchst, wir sind hier. Der Fluss und dich. Frauke? Fanny? Danke. Dafür nicht du. Immer schön. Mit Frau zu reden am Fluss. So, dann wollen wir mal wahrscheinlich wieder zur Arbeit, wie ich denke. Wir nehmen mal den Bus, warum nicht? Aber diesmal will ich mal hier hingehen. Oh. Müssen wir mal wieder zu Fuß laufen. Hätte ich jetzt einen Kaffee gegeben. Heute beneide ich dich um deine Kapuze. Ich vermag ja stets zu sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Das sehe ich etwas anders. Vielleicht ändert sich das ja mit dem Alter noch. Hast du den Absturz der Trümmer gestern mitbekommen? In der Tat, ich wurde gerade aus meinen tiefen Gedanken gerissen. Ein lauter Knall und schon war ich wieder im irdischen Schweben. Welcher Gedanke war es? Es ging um eine Sinnesfrage. Neben mir gibt es noch etliche Staaten auf der Welt. Überall verstreut. Und da kam mir der Gedanke, wenn ich eine Statue wäre, die in einem Gebäude aus Stein steht, wäre das absurd? Würde ich mich dort gut fühlen? Eine Statue aus Stein ummauert von Stein? Wie auch immer, ich bin froh, dass diese Trümmer schnell weggeschafft worden sind. Der Anblick hat mich zutiefst bedrückt. Tatsache. Weggeräumt worden. Was treibst du hier draußen? Hey, Armani. Wollen Sie nicht reingehen? Sie werden hier noch ganz nass. Nein. Lass mich in Ruhe, Bengel. Ich gehe da nicht wieder rein. Hier arbeiten nur moderne, schlachtende Unholde, wenn die an mein Geld wollen. Du wirst in einer Erkältung. Und dann musst du erst recht rein. Ich geh mal hier gucken, was gibt's hier? Ein Parkplatz. Ich kann nicht lang. Sehr schade. Haben wir heute einen kleinen Spaziergang gemacht.